momentanen Elektrofahrzeuge entsprechen nicht meinen Vorstellungen. Man bleibt stehen, man hat keine Reichweite, man muss vorplanen, wo kann ich aufladen, wie lange brauche ich dazu. Das ist nicht die Vorstellung der Freiheit, die ich brauche für ein Fahrzeug. Diese Freiheit, die mir ein Auto geben soll, das möchte ich von meinem zukünftigen Auto mit null Abgasen. Ich erzeuge meine eigene Elektrizität mit Alkohol, mit Methanol. Und solange ich Methanol im Tank habe, solange kann ich nicht stehen bleiben. Und ich muss fürs Tanken nicht mehr als 3-4 Minuten brauchen. Wir haben jetzt hier natürlich ein Rennsportauto vor uns stehen, das von 0 auf 100 unter 2,5 Sekunden beschleunigt. Wir haben Allradantrieb in diesem Auto. Jedes Rad hat einen eigenen Motor und wir haben die Verbindung zwischen links und rechts ohne mechanischen Differential. Unser Auto geht 300 km/h, beschleunigt wie ein Rennauto und hat eine Reichweite, die nur mit vorhandenen Benzin- und Dieselautos möglich sind. Diese Mobilität zu zeigen und auch diesen Sportwagencharakter zu zeigen, dass es möglich ist, das ist die neue Richtung, in der wir gehen müssen in der Zukunft.